So, da wären wir wieder. Und bevor ich jetzt irgendwas mache, dass das nicht schlimm ist, ne? Nee, ist nicht schlimm. Bevor ich jetzt irgendwas mache, bastel ich jetzt mit der Konsole rum. Also, zum einen habe ich hier einen Befehl, der sagt game.alwaysday gleich false. Die Zeit läuft aber immer noch nicht weiter. Okay, das ist schade. Dann habe ich einen Befehl, der nennt sich game.speed gleich 1. Er geht leider auch nicht. Also vielen Dank für die Hinweise, das damit zu versuchen, aber anscheinend klappt das trotzdem nicht. Irgendwie macht er da gar nichts. Ich kann jetzt noch die Uhrzeit mal kurz fix stellen. Warte mal. Das wäre game.daytime gleich 0.7. Macht er gar nicht. Was ist, wenn ich jetzt 0.8 mache? Ist immer 12 Uhr. Ja, okay, also da ist irgendwas anderes kaputt. Aber weiterhin, falls ihr irgendwelche Ideen habt, es wäre ganz schick, wieder Nacht zu haben. Einfach nur, um so einen Rhythmus zu haben, wann ich rausgehen kann, wann nicht, dass es dann draußen auch gefährlicher ist, weil ich halt weniger sehe und so. Wäre schon ganz schick. So, jetzt, was haben wir gemacht? Wir haben die eine Mauer abgerissen. Mach mal den Smog kurz weg. Wir haben die eine Mauer abgerissen, dafür das ganze Ding verlängert. Die Mauer da oben laufen noch. Die Roboter kommen nicht so ganz hinterher, teilweise. Das sollten wir noch ändern. Hier sollten mehr Mauern hin. So. Du kannst weg. Das kann dahin. Das hau ich mal kurz von Hand weg. Oh, der Roboter hat keinen Strom. Komisch. Oh. Ein neues Symbol, das kenne ich noch gar nicht. Also der Roboport selber lädt sich jetzt gerade auf. Okay, was sagt Strom allgemein so? Oh. Die vier Furnace allein verbrauchen schon 7,4. Aber ja, das ist wegen den Produktivitätsmodulen. Da kam auch in den Kommentaren gerade so, du Gerugon, die Produktivitätsmodule machen nicht nur mehr Smog, die machen auch viel mehr Stromverbrauch. Ja, sehe ich jetzt auch. Aber gut, wir sind ja eh dabei zwischen 39. Wir sind ja eh dabei zwischendurch die Stromversorgung aufzupäppeln. Das braucht nur doch ziemlich lange. Also wesentlich länger, als ich gedacht hätte. Und da ist irgendwo wieder ein Spucker. Ja, also es dauert wesentlich länger, als ich dachte, weil es halt recht viele Ressourcen frisst. Was ich jetzt allerdings machen werde, ist, ich gehe erstmal wieder alt wieder an, damit ich die ganzen Symbole sehe. Dann gehe ich hier hin und suche die Diamanten. Also nicht richtige Diamanten, sondern die drei Gebäude hier. So. Und dann hätte ich... Ich brauchte zuerst Bronze, richtig? Richtig. Also ich brauche Tin. Das heißt, ich muss jetzt rausgehen in diese harte, harte Welt. Ich weiß nicht, wo ich mein Auto geparkt habe, also brauche ich ein neues. Auch eine interessante Art, mit solch einem Problem umzugehen. Aber ich muss jetzt rausgehen und ich muss Zinn finden. Also Tin. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, ich hätte schon was abgebaut. Und das müsste eigentlich in irgendeiner Kiste liegen. Aber wenn es einen in einer Kiste gelegen hätte, dann wäre es jetzt schon dahin gebracht worden. Weil die Kiste ist eingestellt auf Tin Ore. Das überprüfe ich nochmal ganz kurz. Aber wenn da wirklich nichts ist und auch in den Rohren nichts ist und auch hier... Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. So, das ist sehr schön. Das heißt, in welcher Form brauchen wir jetzt Tin? Wir brauchen Raw Diamonds. Was? Achso, dafür brauchen wir. Wir brauchen 10 gegossenes Bronze. Okay. Erstmal muss ich jetzt rausfinden, wo wir Bronze herstellen. Zum dritten Mal wahrscheinlich. Da in einem Blast Furnace. Da hatten wir doch gerade einen dabei. Liefert mir bitte mal keine 100 Lasertürme mehr, sondern Blast Furnace. 100 Stück. So, go, 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 go. Dann packen wir den gleich hier hin. Du kriegst
da ein Rohr. Kupfer konnte ich mich hinten irgendwo klauen. Bau bitte die da. Kupfer kommt da raus. Kupfer geht da rum. Und wahrscheinlich ist eine Seite Tin, eine Seite Kupfer und dann passt das. Und da ist er. Oh. Dinger sind ja echt riesig. So, Lava. Brauchst du auch Hitze dafür? Eigentlich ja, ne? Nö, brauchst du nicht. Das heißt, ich sollte das Ding ein bisschen weiter oben bauen. Sonst verbindet es sich gleich mit der Lava und da könnte dann irgendwas schief gehen. So. Okay, du hättest gerne Bronze. Macht er. Stellt Bronze her. 10 Stück, das müsste jetzt eigentlich schon reichen. Das heißt, du kommst jetzt da raus. Gehst da lang, kommst hier hinten irgendwo raus. Und tust es hier in eine Schmelzanlage. Ich hätte gerne 100 Schmelzanlagen. So. Die müssen auch noch irgendwo im System rumliegen. Die Roboter finden das schon. Ich stelle mir gerade so einen kleinen Roboter mit 6 Armen vor, der alle Kisten durchwühlt. Und immer Sachen nach hinten schmeißt. So ganze Foundries und Fabriken und was weiß ich. Aber irgendwie kommt da gerade nichts. Aber sind auch schon wieder alle Roboter ausgelastet. Da kommt die Forge. Vielen Dank, Roboter mit 6 Ärmchen. Und ich hatte anscheinend schon ein paar. Du. Du stellst bitte her. Brauchst Wasser? Sind direkt neben Wasser, aber das ist das falsche Wasser. Okay, dann mach das bitte von hier nach da. Bau bitte noch mehr davon. Stell das schon mal richtig ein. Dann hättest du gerne von... Ich reiß das eh alles gleich wieder ab. Das ist ja jetzt nur... Ja, okay. Nicht vielleicht sofort, aber es wird bald später irgendwann abgerissen. So. Ich hoffe mal, das klappt dann soweit. Wir kriegen wirklich die 10 Stück da raus. Und das Ding darf dann niemals, niemals, niemals nicht zerstört werden. Sonst haben wir ein Problem. So, ich habe keinen Platz. Wie lösen wir Platzprobleme? Ja, die Leerkisten. Die brauche ich nicht. So viele davon brauche ich auch nicht. Die brauche ich nicht. Holz brauche ich auch nicht ganz so häufig. Es sind viel zu viele Module. Brauche ich auch nicht. Clay brauche ich nicht. Carbon brauche ich nicht. Die brauche ich wieder nicht. Und die Mauern brauche ich nicht. Gut, okay. Und hier sind nochmal 24 Bronze. Das ist sehr schön. Okay, also wir könnten 2 davon bauen. Chunks of Ruby. Die müsste ich haben. Okay, haben wir irgendwo innerhalb unserer inzwischen doch recht großen Basis zufällig Edelsteine? Welches davon waren Edelsteine? Das da bestimmt. Nee, ich sehe so jetzt keine. Okay, das heißt, ich gehe jetzt hier hin, baue hier ein paar Poles hin, setze das Ding hin, bleib daneben stehen und sobald irgendwas kommt, laufe ich weg. Oder fahre ich weg. Also ich baue das Ding ab und fahre dann weg. Das ist der Plan. Das ist ein sehr durchdachter Plan. Dürfte eigentlich nicht schief gehen. Und dann versuchen wir halt, Diamanten zu bekommen. Und zwar so, dass wir Raw Diamonds bekommen. Damit können wir den Polisher bauen und damit haben wir Zugang zu ganz viel tollen Piu-Piu-Zeug. Also gib mir... Da. Bau erstmal nur einen davon. Und dann gucke ich mal, wie viele Module ich da reinhauen kann, wenn überhaupt irgendwelche. Ich darf dich nicht mal setzen. Ja, das ist jetzt doof, okay. Also ich konnte nicht mal zu Testzwecken das Ding einfach hinsetzen und gucken. Ich hätte dann aber ganz gerne Speed-Module. Also für den Fall, dass Produktivitätsmodule nicht gehen, hätte ich ganz gerne die Speed-Module. So, du... Ach, ich habe vergessen, die zu beschränken. Mist. Wo sind denn die ganzen Ressourcen hin? Also ja, wir haben jetzt viele Speed-Module. Ich könnte die alle noch viel schneller machen, aber das will ich ja gar nicht.
Die sind nämlich alle schon auf Kapazität. Ja, also muss ich bei Zeiten gucken, wo ich die ganzen Speedmodule hinpacke. Jetzt aber, ne? Erstmal dahin. Unterwegs kann ich auch noch... Es wird hier immer weniger. Muss ich auch im Auge behalten. Aber momentan haben wir noch 83.000 dreckiges Kupfer. Das sollte reichen. Also hier hochgehen, Mauern überprüfen. Eigentlich fehlt da noch eine Reihe. Aber die sollte ja eigentlich später aus Chitin werden. Hier fehlt noch was. Wo ist mein Blueprint? Da ist ein Blueprint. Roboter, ihr macht bitte den Rest. Dankeschön. Und ich müsste jetzt hier raus. Das klingt gefährlich. Ist es auch. Das sieht doof aus. Da. Achso, erstmal Auto setzen. Dann Auto befüllen, dass ich jederzeit wegfahren kann. Dann das öffnen. Dann das schließen. Wo ist das Zeug jetzt? Pff, super. Habe ich noch Granaten? Nein. Du bist nur Silber, ja. Weiter in die Richtung. Kristallformation, sehr gut. Da kriege ich gleich mehrere von auf einmal unter. Oh. Genau, schön weggehen. Und hier müssen... Oh, kommen die Roboter hier hin? Nein. Habe ich zufällig einen Roboter dabei? Brauchen wir einen von den guten. Wir haben ja langsam ein bisschen mehr Ressourcen. Dann würde ich ganz gerne die ganzen Wälder hier wegmachen, damit ich besser im Kreis fahren kann, falls Gegner kommen. Weil das jetzt ja eigentlich schon reichen sollte. Oh, das ist auf Tungsten. Sehr schön. So. Rein da. Was zur Hölle? Was haben sie mit dir angestellt? Ich denke, das ist genervt worden. Ja, ist jetzt ein Panzerwagen, aber dementsprechend ist er langsam. Okay. Ist eine gute Entwicklung, weil es war wirklich ein bisschen übertrieben. Aber wie macht man jetzt den Sprung, um an die Artefakte zu kommen? Man muss den Sprung gar nicht machen. Das hatte ich ja auch festgestellt. Ja, also wenn man das Spiel jetzt neu anfangen würde, wäre es wieder alles total anders, wie man es aufbaut, was man macht und so weiter. Ich würde zum Beispiel von vornherein kein Flüssigzeug mehr benutzen. Na gut, jetzt brauchen wir Strom. Was mache ich jetzt überhaupt, wenn ich angegriffen werde? So, ich kann jetzt gedrückt. Was? Nein. Falsche Taste. Geh einfach darunter. Also, wenn ich jetzt angegriffen werde, dann laufe ich jetzt weg in Richtung Türme natürlich. Aber ich kann nicht in die Basis reinlaufen. Ah, dafür gibt es doch inzwischen die da. Bau mal davon 3 Stück. Das ist jetzt eine Sicherheitslücke. Wissen bin ich mir bewusst. Weil die halt nicht so stabil sind wie die daneben liegenden Mauern. Aber es hilft mir, schnell reinzukommen. So. Okay. Was? Ah. Ja, passt du jetzt hier schon irgendwo hin? Da, die beiden könntest du abbauen. Oh, ein Feld, ja. Dann nimm noch hier so einen super alten Pole. Warum hast du keinen Strom? Oh. Weil du da nicht verbunden bist. Komm schon, verbinde dich. So. Du fängst jetzt an zu arbeiten und du machst richtig, richtig viel Smog. Und ich kann da nichts reintun. Das ist nicht so schön. Ich brauche eine ganz normale Kiste. Was? Achso, ich hatte noch eine ganz normale Kiste da. Topas. Das hatten wir bisher auch noch nicht. Keine Ahnung, wofür das da ist. Das heißt, ich sitze jetzt hier neben und mache gar nichts.
Oh, was ist mit dem Modul Transfer Getönsding? Da, Basic Beacon. Hauen wir den mal daneben.